Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Mit dem Vertrag von Maastricht wurde 1993 erstmals eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik für die Europäische Union geschaffen. Im vorliegenden Antrag der Grünen soll nun ihr zentrales Prinzip der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit zum Vorteil von Mehrheitsentscheidungen aufgeweicht werden. Mit anderen Worten, andere Staaten können dann mehrheitlich auch über deutsche Außen- und Sicherheitsinteressen entscheiden. Das lehnen wir kategorisch ab. Die Grünen wollen weiter die Glaubwürdigkeit der EU für außen- und sicherheitspolitische Entscheidungen wiederherstellen. Aber wie glaubwürdig ist es denn, wenn Sie dem Bürger auf der einen Seite versprechen, die EU werde wieder näher am Menschen sein? Gleichzeitig lesen wir aber in Ihrem Antrag von einer feministischen Außenpolitik und genderresponsiven EU-Interventionen. Glauben Sie denn wirklich, dass Sie den Menschen draußen auf der Straße die EU auch damit nur einen winzigen Schritt näher bringen? Doch nicht im Ernst. Und wenn Ihnen Glaubwürdigkeit wirklich am Herzen liegt, müssen Sie sich dann nicht wie die AfD für die Einhaltung der deutschen Zusage an die NATO-Partner einsetzen, 2% des Bruttoinlandsproduktes in die Verteidigung zu investieren? Aber genau das tun Sie, soweit erkennbar, überhaupt nicht. Und müssen Sie dann nicht auch, wie wir, dafür eintreten, dass über Exportverbote gemeinsam produzierte Rüstungsgüter auch nur gemeinsam mit unseren Partnern entschieden wird? Aber auch hier völlige Fehlanzeige. Stattdessen betreiben Sie eine Politik, in der unsere Partner nicht mehr an Produkten made in Germany interessiert sind, sondern an solchen, die möglichst German-free hergestellt wurden, zum Nachteil unserer Industrie und Arbeitsplätze. Soweit zu Ihrer Glaubwürdigkeit. Und dann wollen Sie mehr Sicherheit für Europa schaffen. Angesichts Ihrer Forderung, die europäischen Grenzen geöffnet zu lassen und illegale Migration über das Mittelmeer vereinfachen zu wollen, schaffen Sie genau das Gegenteil: Chaos und weitere Zwietracht in Europa. Für die Grünen, so sagt der vorliegende Antrag, bedeutet Europa mehr Souveränität. Für uns und für die Bürger in unserem Lande bedeutet mehr EU weniger Demokratie und Souveränitätsverzicht. Das ist nicht in deutschem Interesse. Sie selbst liefern ja auch gleich die besten Beweise für das Demokratiedefizit in der EU. Gleich mehrfach beklagen Sie in Ihrem Antrag die fehlenden Kontrollrechte und Befugnisse für das Europäische Parlament im Bereich der gemeinsamen Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Aber anstatt eine umfassende Demokratisierung der EU einzuleiten und damit die Akzeptanz der Bürger für Europa zu stärken, lesen wir bei Ihnen Folgendes: Aufbau eines von den Mitgliedstaaten finanzierten Systems, um die Massenmigration aus Afrika zu fördern. Anstatt Rückführung von Flüchtlingsbooten wollen Sie lieber die libysche Küstenwache zurückschicken. Ausweitung der Entscheidungsbefugnisse des Rates mit qualifizierter Mehrheit, um Staaten wie Ungarn, Polen und Italien, die ihre eigenen souveränen Interessen verfolgen, einfacher mit Sanktionen belegen zu können. Sie sehen, dass Sie eine weitere Aufblähung der Finanzmittel und des Bürokratenapparates mit zusätzlichen Behörden für Brüssel fordern. Sie befürworten ein 13 Milliarden Euro schweres europäisches Verteidigungsinstitut neben der NATO. Was soll das? Und Sie fordern eine sogenannte einsatzbereite Reserve an Mediatoren und Mediatorinnen und Experten und Expertinnen für Konfliktverhütung und Friedenskonsolidierung. Das ist grüne Außenpolitik und Sicherheitspolitik. Sie verdient diesen Namen nicht. Es ist völlig sinnlos, eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik für Europa durch Zwang schaffen zu wollen. Polen und die baltischen Länder beispielsweise haben völlig andere außen- und sicherheitspolitische Interessen als beispielsweise Staaten des Balkans. Letztlich wird die gemeinsame Außenpolitik und Sicherheitspolitik aber an dem scheitern, was Europa seit Jahrhunderten prägt und diesen Kontinent so vielfältig und reich macht: die Verschiedenheit der Kulturen und die Interessen gleichberechtigter Staaten und Völker. Die Außenpolitik der AfD erkennt diese realen Gegebenheiten der Staatengemeinschaft an. Sie richtet sich nicht nach Wünschen und Utopien, sondern nach Interessen. Und nehmen Sie doch bitte zur Kenntnis, dass die Außenpolitik von Staaten stets interessengeleitet ist. Meine Damen und Herren, nicht mehr EU, sondern weniger EU ist das Gebot der Stunde. Interessante Vorschläge zu einer EU-Vertragsreform, die den Mitgliedstaaten wieder mehr Souveränität zurückgibt,
kommen derzeit von der österreichischen Regierung. Ihr Antrag hingegen, meine Damen und Herren von den Grünen, hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Vielen Dank. Vielen Dank, Dr. Hartwig. Schönen guten Abend, liebe Kolleginnen, von mir Ihnen. Und dann geht es weiter mit Metin Haqverdi für die SPD-Fraktion.